Das ist so weird. Finde ich. So. Aber irgendwie fühlt sich das hier noch nicht so richtig an für mich jetzt hier. Das passt mal Obacht. Ach, das ist eine andere Tür für den Raum. Okay. Ich weiß nicht, habe ich jetzt wirklich hier alles? Ja, für den Anfang jetzt erstmal schon. Gut, dann gehen wir halt erstmal da lang. Dass ich mich lang gehen haben will. Ah, da schon. Kohle können wir natürlich immer gebrauchen. Ah, das ist die Stelle hier. Irgendwie habe ich sowieso von aus so ein ungutes Gefühl. Ich finde es nur krass, dass er hier manchmal, vielleicht habe ich mich auch vertan, als schwarzer Marker bezeichnet worden ist, obwohl man klar sieht, es ist der rote Marker. Vor allen Dingen ist der schwarze Marker der Originalmarker. Die roten Marker sind die jede Zivilisation, die auf einen schwarzen Marker getroffen sind, nachgebaut haben. Quasi wenn irgendeine Zivilisation im Universum einen Marker nachbaut, also die finden einen schwarzen Marker auf ihrem Planeten und bauen den irgendwann nach, um den eben als Energiequelle herzunehmen, dann ist das immer ein roter Marker. Die bauen dann immer einen roten Marker. Nur der schwarze Marker ist das Original. Und die werden im ganzen Universum verteilt werden, die Dinger. Und die landen halt dann auf einem Planeten und warten, bis sich eine Zivilisation auf dem Planeten quasi dann entwickelt. Solange ist der Marker inaktiv. Und er wird dann leicht aktiv, sobald er merkt, sie ist so und so weit. Und braucht Menge an Energie, dann fängt er an, langsam Signale zu senden. Damit die sich entwickeln, damit die dann anfangen, Benzin zu brauchen und so. Bis sie den Planeten, die Rohstoffe des Planeten ausgebeutet haben. Und dann aktiviert er sein richtiges Signal. Buff. Mit dem er signalisiert, hä? Ich bin da. Ich bin, was ihr braucht. Ich bin eure Energiequelle. Holt mich. Und dann geht's erst richtig los. Dann sorgt er dafür, dass die lauter Marker herstellen und überall auf dem Planeten verteilen. Damit, wenn die Konvergenz ausgelöst wird, auch so gut wie überall passiert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich so machen muss. Tötet den Jäger, ja. Ach ja, genau. Ich weiß jetzt wieder wie. Warte mal. Ja, das wollte ich jetzt hier nicht haben. Ich brauch den. Genau. Ihr bleibt jetzt schön da, Necromorphs. Und ich mach den jetzt. Oh. Nein, sag nur nicht, das ist der Jäger. Doch, das war der Jäger.
shit. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich geh jetzt erstmal hier rüber. Ich habe die Munition weggeballert. Ist hingeflogen. Wer ist der Jäger von euch, der da jetzt nicht mehr aufsteht? Wer ist der Jäger auf jeden Fall? Oh. Der Einfluss des Markers ist auch ziemlich heftig. Das ist der Jäger. Mach du nur. Oh, Scheiße. Und hier kommt Nummer 8. Schade, schade. Es werden wohl mehr wie 8. Schade. So. Das ist jetzt auch ziemlich krass hier, was jetzt hier gleich alles abgeht. Aber ich glaube, das geht nur so lange hier so ab, solange der scheiß Jäger noch lebt. Ich muss den halt hier echt mit irgendwie rausholen. Einfrieren, das ist mit dem hier. So, Tür auf. Lassen rauskommen. Dich mache ich weg. Oh nein! Cool, wenn sich zwei streiten, freut sich das bitte, ne? Der Jäger. Das ist der Jäger. Komm schon. Lass ihn kommen, bin ich. Zwei, oder? Huch. Den muss ich wieder hier rüber locken. Ist ganz schlecht, dass der da drüben ist. Ist ganz, ganz schlecht. So, komm her. So, jetzt bleibst du da bitte liegen. Und verbrennst. Testzündung läuft. Bitte Abstand. Das war's, Harris. Den habe ich im Original schon gehasst. Und das Schlimme ist,
Die Viecher haben es in jeden Teil eingebaut. Scheiße. Was ist jetzt los? Bring uns die Konvergenz! Mach uns vollkommen! Er ist tot. Das Viech hat sich einen Marker geschnappt. Au, au. Au. Alter, was passiert jetzt hier? Ich kann nicht mehr schießen, oder? Au. Au. Ich bin fix. Lass mich doch mal schießen jetzt. Au, au. Nach, nach, nach. So. Hören Sie mich? Mr. Clark! Mr. Clark, jetzt. Kommen! Verdammtes Schiff! Sie leben, Altman. Altman kann auch zur Hölle fahren, Kendra! Aber jeder Alarm auf der Ishimura ist losgegangen. Kritische Schäden an den internen Systemen. Der Marker hat das Schiff durchbrochen. Irgendetwas zog ihn in den Frachtraum. Kein! Fliegen Sie das Shuttle zum Hangar. Ich suche den Marker. Natürlich. Amelia, schnell! Warte, Dr. Kein? Der Captain ist tot wegen diesem Irren. Wir können ihm nicht trauen, wenn es um den Marker geht. Er sagt, dass er zurück auf den Planeten muss, um es zu beenden. Wir müssen es versuchen. Bin unterwegs zum Frachtraum. Ping Nicole an und sag ihr, wohin sie gehen soll. Überlass das mir. Danke. Tja, wenn ich den Marker habe, kommen wir alle hier raus. Könnte schwierig werden. 2:16. Wo muss ich hin? Hangar fragen. Flugdeck One-Way-Steuerung. Vielleicht muss ich ja doch noch mal morgen Abend ran. Ich muss das fertig spielen. Mr. Clark, wir nähern uns dem Hangar. Wir erwarten Sie dort mit dem Marker. Nächster Halt, Flugdeck Monorail. Ja, Amelia, bald. Wir schicken das Kollektiv zurück in die Dunkelheit. Das ist das, was ich meine. Schön, dass du dem Kerl unser einziges Shuttle gegeben hast. Scheiße, Isaac. Was du da getötet hast, ihre Biomasse läuft in den Frachtraum. Sie setzt sich wieder zusammen zu irgendwas Riesigem und der Marker ist direkt in der Mitte. Wie zum Henker sollen wir das schaffen? Ich habe die Frachtkräne der Ishimura. Sie können ein halbes Lager an Ausrüstung transportieren. Wenn das, was da unten ist, um den Marker kämpfen will, bin ich dabei. Deaktiviere die Sicherheitsvorkehrungen. Aber mal schnell. Die kritischen Systeme versagen schon. Okay. Gut. Finde ich krass. Isaac hat Eier. Wenn das Ding da um den Marker kämpfen will, ist er dabei. Alles klar. So. Ich bin dann also wohl auch mit dabei. Old Man be pressed. Ich liebe meinen Marker dazu. Aber es hat ja auch eine Bedeutung. So. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Erstmal hier. Zack. Dann nochmal speichern. In Notfall. Das ist. Sade. Das Personal begibt sich sofort in die ihm zugewiesene Sicherheitszone.
Ja, das wird jetzt auch nicht mehr helfen. Ich mag die Stimme irgendwie. Bald gehen wir auch die ganze Ishimura ab und sind auf der Suche nach den Markerteilen. Und natürlich nach Räumen, die wir noch nicht besucht haben. Die gehen wir natürlich auch besuchen. Ja? Gucken wir mal vor. Was ist denn das jetzt hier wieso? Warnung. Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. So, einmal das da weg. Banner, oder her. Eigentlich. Gib mir jetzt nochmal so ein paar Nadeln und heilen. Es ist gestorben. Es ist doch nicht tot, oder? Die Munition. Ist sie jetzt gestorben oder nicht? Ja, sie ist gestorben, okay. Weil bei dem anderen war ich mir auch nicht mehr sicher und dann zack war mein Kopf weg. Dann bist du ja gleich tot bei dem Scheißviech. Das ist ja das Problem. Ich werde von Dr. Mercer gerufen. Da bist du ja gleich tot bei dem Fisch. Das Ding ist ja ein One-Hit. Boom. Ab mit dem Kopf. Ja, wie würdest du sagen, Missy? Und ab mit dem Kopf. Ja, genau, ungefähr. Ungefähr so. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, ja, danke, danke, danke. Jetzt kannst du wieder gehen. Na gut. Ach, Spinner. So. Gut. Wenigstens werde ich hier gerade mit Munition bedient, wobei das eigentlich nie ein gutes Zeichen ist. Hier. Ah, da ist nochmal ein Markerteil. Schaut an. Freigabe bestätigt. Da haben wir schon mal 7, glaube ich, müssten wir jetzt haben. 7 von 12, ne? Geil, im Kapitel 11. Lol. Das haben wir gut gemacht. Also habe ich gut gemacht. Handlager aktiviert. Warnung. Lieferung 782 ist falsch ausgerichtet. Abruf kann sich verzögern. Aha. Warnung. Maximale Gewichtslast überschritten. Noch einer was? Nächstes mache ich mir eine Nadel weg. Ich schwör.
Oh, ich hab nicht mal getroffen. Aber ich hab ihn plötzlich zerkratzt. Oh, ich hab ihn wieder nicht getroffen. Aber jetzt. Was? Das Ding tut ihm gar nichts, oder was? Verladung von Lieferung 782. Abruf beginnen. Das hat ihm jetzt gar nichts getan, irgendwie. Er ist intakt. So. Jetzt kommt schon wieder so ein... Vorsicht! Zugangsbrücke behindert den Transfer. Ja, ich weiß. Das Spiel verlangt wieder alles ab von mir. Ich weiß nicht, was ich dem Spiel heute getan habe. Habe ich auch ganz vergessen. Oh. Oh, Scheiße. Und wir haben wieder einen mehr. Aber nichts mehr da. Das sind schon 9 Tote, ey. Mich so dämlich anstellen. Du hast den ganzen Spaß von vorn. Oh, Scheiße. Ganzen Spaß nochmal von vorne. Notfall. Das gesamte Personal begibt sich sofort in die ihm zugewiesene Sicherheitszone. So. Mal alle erwischt. Sieht so aus. Wir haben alle erwischt. So. Wieder wegmachen. Kommt gleich wieder jede Menge auf mich zu. Da hab ich einen Bug. So, wir nehmen das mal mit. So. Wo bleiben sie? Los. Lieferung 782 ist falsch ausgerichtet. Abruf kann sich verzögern. Von welcher Seite kommen Sie jetzt? Warnung.
maximale Gewichtslast überschritten. Von links kommt einer. Warnung. Kabelspannung liegt außerhalb der sicheren Betriebsgrenzen. Fehlfunktion von links. Komm schon, komm schon. Die halten mehr aus. Die lassen sich nicht so leicht von einem aufspießen. Oh nein, das war mal Ethan. Das gibt's nicht, die lässt sich nicht aufspießen, der Hund. Der Hund. Doch fallen lassen. Das konnte ich mir nicht holen. Das waren jetzt schon viele. Mal weitermachen, bevor das Spiel mir noch mehr um die Ohren haut. Das wäre echt uncool. So, eigentlich da schon wieder lang, aber ich will noch mal schnell checken. Okay. Vorsicht, Zugangsbrücke. Da ist noch ein Schaden. Schau an. So. Eines weg. Oh, da ist noch eins. Vorsicht! Zugangsbrücke behindert den Transfer. Ist weg. Ich glaube, da kommt nochmal eins oder zwei. Vorsicht! Zugangsbrücke behindert den Transfer. Ah, doch, komm, gar keins mehr, okay. So. Okay. Oi, oi, oi. Hingeflogen. Hindernis auf der Frachtschiene. Wir sind noch nicht durch. Das noch weg. Ich glaube, da müssen wir so langsam haben. Hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo ist denn der Marker?
Da hinten fährt er. Da steht doch was. Guckt der Hund einfach los, was? Ich glaube, da kommt noch was. Komm. Vorsicht! Zugangsbrücke behindert den Transfer. Ich hab doch schon aufgemacht. Ich registriere einen Frachttransfer zum Hangar. Der Marker. Gut gemacht, Mr. Clark. Wir sind unterwegs. Kein. Ihre Flugroute führt über Luftschleuse 19. Oh, ein Follow, vielen, vielen Dank an meine Julia. Vielen, vielen Dank für den Follow. Danke für den Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Freut mich, dass du reinklickst. Wo muss ich jetzt lang? Alles wird bei dir. Was soll ich eigentlich nur sagen? Guten Morgen. Guten Abend, guten Morgen. Guten Tag. Ah, Zeit ist relativ, oder? Zeit ist relativ. So. Ah, hier könnte ich mal wieder speichern. So. Jetzt habe ich da drei Nachrichten. Einmal von meinem Bot, einmal von mir und dann noch einmal von mir. Da wird eine vom Bot sein, eine von Stream Elements und eines vom Stream Avatars wahrscheinlich. Fuck. Auf jeden Fall, Amanda, ich nenne dich jetzt einfach mal so. Wie geht's dir? Hast du einen schönen Abend gehabt? Morgen? Ausgeschlafen? Kannst du nicht schlafen? Hast du Nachtschicht? Erzähl mal. Registriert. Ich habe einen Peng sogar schon gefunden, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Da schau an. Da findet er einen Peng und hat es nicht mal mitgekriegt. So, ja, ich glaube, Munition dürfte ich so gut wie genug haben für einen Endkampf. Und jetzt holen wir uns halt noch ein bisschen was. So. Wie viel haben wir jetzt? Ja, das ist gut. Aber würde ich sagen, da bin ich gut ausgerüstet, oder? Da lang. Und ist das auch bald The Way of No Return? Scheiße, das ist mein Bruder auf dem Monitor. Von der Luftschleuse. Und das heißt, wir werden die ganze Ishimura vorher nochmal kurz abgehen. Wir haben keine Zeit mehr. Weil ich brauche die Marker für das alternative Ende. Und dann muss ich schauen, was ich mit denen dann noch machen muss. So. Badezimmer. Da gehen wir natürlich wie immer zuerst rein. Aber es könnte eins der Badezimmer. Klar habe ich das schon. Wie oft will ich da eigentlich noch reinlaufen und hoffen, dass ich da irgendeinen Loot finde, obwohl ich das schon lange gelootet habe? Wie oft will ich das? Ich wollte doch gerade sagen, ich bin doch aus dem Aufzug gekommen, oder? Ich muss auf jeden Fall noch einstellen, dass das nicht so oft gepostet wird. Es reicht, wenn das einmal der Bot macht und einmal. Ich muss das nicht zweimal machen. Oh. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Was habe ich hier gelabert? Das ist genau der richtige Raum, den ich dafür brauche.
habe Kinderschreien gehört. Hier mal vorbei. Dankeschön. Quarantäne aufgehoben. Eider. So, jetzt warte mal, jetzt möchte ich mal was gucken. Ja, okay. Das heißt, wenn ich den da wieder nachher lade, den darf ich mir nicht überspeichern. Ich mache jetzt mal da einen hin. Dann mache ich beim nächsten Mal einen neuen. So. Weil ich brauche diesen Sound, wenn die Quarantäne einleitet. Mit dem Spruch, Quarantäne eingeleitet. Scheiße, was ist denn los jetzt hier? Fuck, Alter. Nissel die Nissel. Ja, gut. Freigabe bestätigt. Ja, dann gib mir auch alles, was da drin liegt hier. So. Da muss ich lang. Ja, gut, geht das sonst sowieso nirgends mehr lang. Mr. Clark, Ihre Kollegin ist sicher an Bord. Mein Name ist Kendra Daniels. Halte dich bereit, Isaac. Er bringt das Shuttle jetzt rein. Wie kommt sie so schnell ans Shuttle, oder? Aber jetzt... Isaac, die automatischen Ladekontrollen funktionieren nicht. Liegt wohl an der Beschädigung des Schiffs. Wir verlieren Zeit. Das Kollektiv ist da unten. Kein ganz ruhig. Ich werde die Schwerkraft im Hangar ausschalten, dann kann ich den Marker von Hand verladen. Okay. Keine Sorge, Amelia. Verstehen es. Ah, ja. Heilige Scheiße. Klar. Wir werden jetzt dann bald Daniels wahres Gesicht sehen. Also von der blöden Kuh. Es wird sich jetzt bald offenbaren. Und aus mit der Schwerkraft. So. Zack, 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 zack. Jetzt wie immer erstmal auf der Jagd nach Loot, denn ihr wisst ja, Loot ist gut. Na? So. Da kommt der jetzt hier. Ja, auch eigentlich erstmal am Boden rumkriechen. Freigabe bestätigt. Ich meine, wir können eh alles öffnen. Und wenn irgendwo was rumfliegt. Huch, das war jetzt aber komisch dunkel. Gucken wir einfach nach oben, dann sehen wir es ja rumfliegen oder nicht. Ich kann mich erinnern, beim ersten Durchgang hat es ja wesentlich mehr gegeben. So, aber ich fliege so gerne hier rum, das ist einfach toll. Das habe ich beim Dreier gern gemacht. Weil ich finde Dreier als Spiel an sich eigentlich ziemlich gelungen. Wie ich schon gesagt habe, ich finde ja auch, dass einem Dead Space durch das Setting Weltraum alleine schon es mehr gestanden hat, Richtung Action-Shooter dann zu gehen, als einem Resident Evil. Weil das Setting halt einfach ganz anderes ist. Bei Zombies und so kannst du nicht auf einmal hier zu einem Shooter werden. Aber bei Necromorphs auf einem Raumschiff mit Plasma-Cutter? Ja klar, geht schon.
Vor allem wird ja dieses Spiel ja hier schon leicht irgendwann zum Shooter. Weil das Spiel ja einfach Gegner ohne Ende und die Ohren haut. Aber ich meine, es ist kein Meckern oder Beklagen von mir. Ich mag das Spiel so, wie es ist. Ich bin auch ein Freund von Teil 3. Ist zwar nicht so ganz so mein Geschmack, weil ich jetzt auch den aufgezogenen Coop nicht so mag. Kawa ist auch recht unsympathisch. Aber, es war ein solides Spiel. Meiner Meinung nach. Steinigt mich. Tut es. Ah, ich habe hier eine Batterie. Die brauche ich irgendwo, ne? So, komm du mal her hier. So, Batterie. Die brauche ich. Irgendwo habe ich doch gesehen, brauche ich die. Aber hatte ich die nicht eigentlich schon eingesetzt? Viele Kapitel vorher? Ah ja, da schauen. So. Irgendwas ist da nicht richtig, wieso da eine Batterie drin ist. So, da ist die Tür hier auf. Aber das brauche ich ja hier nicht. Das heißt, die kann ich zumachen. Und gib den Strom nach links. So. Ist das Ding da oben an? Ich muss mich hier ein bisschen mehr umgucken, weil das ist ein großes Levelareal hier. Da kann man nicht einfach mal so. Wo kommt denn der Nebel her? Ja, das Fliegen ist noch nicht so verfeinert. War das damals in Dead Space 3 auch so? Ich dachte, es wäre viel smoother gegangen. Dann hätte es ja hier erst recht smooth gehen müssen. Jetzt befreien wir den Hund erstmal. Wir gehen auch hier hoch. Ich habe das Ding nicht umsonst eingeschaltet. Aber ich glaube, jetzt kommt Viechers auch noch. Wo ist das? Noch nicht tot. Ich hätte echt gedacht, das wäre schon tot. Gut. Ich glaube, jetzt muss ich den Marker selber ziehen. Was ich verkackt habe, oder? Oder auch nicht. So, hier fällt der Marker durch. Scheiße. Alter, was ist los? Ah, er fährt schon wieder weiter. Noch eins. Schön hoch. Ich bin runter. Boah. Wo ist es jetzt hin? Ist nie gut, wenn du diese Viecher nicht siehst. Kannst, das ist nicht gut. Das sind mit die tödlichsten Gegner im Spiel hier. Diese Kackviecher. Reaper heißen die, glaube ich. Also wie der Reaper statt hat nur mit L. Ich mich nicht vertue. So halt es.
sieht's hier aus? Falsch sieht's hier aus, genau. Ich wurde ja abgelenkt. So. Wird das verladen? Schauen wir noch, was es hier so gibt. Ich glaube, das Ding hier hatte ich eingesammelt, ne? Das war auch weiter hinten. Hier in dieser Linie, habe ich nicht eingesammelt, da schau an. In der Rille war übrigens Peng, der Schatz Peng. Ja, kommst du, ja? Den gibt es jetzt hier natürlich nicht mehr, den gibt es irgendwo anders. Und ich habe ihn sogar schon aufgesammelt. Verkauft auch schon. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass ich den aufgesammelt habe. Das ist eigentlich das Traurigste überhaupt. Ich habe einen Peng aufgesammelt und krieg's nicht mehr mit. Ach, die Batterie. Die Batterie hatte ich doch auf der anderen Seite schon rein. Das wird die Batterie wahrscheinlich sein, die da weggesperrt ist. Aber wofür ist dann die zweite Batterie? Die werde ich noch irgendwo brauchen, bestimmt. Ich weiß nicht. Ich platziere die Marke erneut. Ich muss wieder drehen, ne? Ah, ich sehe auch, da ist die. Ne? Ich muss jetzt hier wieder das Tor aufmachen. So. Doch nicht eigentlich. Der Marker. Die Sicherungen sind noch aktiviert. Ich muss die Stelle anhört. Herstellen, bevor wir ihn verladen können. Schnell, bitte. Wie sie sich schon angehört hat. Da ist er, der Marker. Diese blöde Kuh. So. Schwerelosigkeit. Wie alles halt runterfällt. So geil. Ich liebe es. Kommen Sie schnell. Öffnen Sie die Luke für ihn. Alle. Nicole, ist sie hier? Den Marker nicht anvertrauen. Kendra, was machst du da? Wofür mich meine Abteilung hergeschickt hat. Auch wenn mich die Werler nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Wer bist du? Ich arbeite für Earthgov. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem. Ja. Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Richtig. Selbst keiner hat es nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Ja, nicht ganz. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Oh. Das war ich jetzt noch schnell genug? Scheiße. Das wäre jetzt für den Gobot der Beweis gewesen. Das ist bekannt. Ha, ich hab's nicht. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch. Doch dann sah ich. Das ist falsch. Die haben den schwarzen Marker nachgebaut, nicht den roten. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat Earthcorp dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Und es ist Earthgov. Earthgov ist hier übrigens, die Regierung in dem Spiel. Wir waren ein tolles Team. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist
ein verdammt guter Ingenieur. Dein Experiment wird uns alle umbringen! Daniels! Blöde Kuh. Aber? Na, es war alles umsonst! Na, wo ist sie denn? Ach, so taucht sie auf. Isaac, komm, hier ist Nicole. Wo bist du? Im Flugsteuerungsraum. Bitte komm sofort zu mir her. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. Und das ist halt so ein Ding, was ich nicht verstehe. Der Marker arbeitet auf einer Seite für sich, indem er Leute dazu bringt, für sich zu töten. Entweder, dass die Leute sich selber umbringen oder andere umbringen. Hauptsache, sie töten irgendwas. Und auf der anderen Seite erschafft er Projektionen wie, sorry für den Spoiler jetzt, aber wir haben ja das Spiel schon durchgespielt. Bei mir ist das jetzt kein Spoiler mehr. Wir haben auch das Original durchgespielt. So eine Projektion wie hier beim Isaac, die eigentlich gegen ihn arbeitet. Weil sie will jetzt quasi, dass wir jetzt wieder den Marker zurückholen, dass wir unser Ding halt durchziehen. Ihn wieder unter Verschluss stellen. Und das ist das, was ich halt hier nicht so ganz verstehe. Und ich darf nicht vergessen, warte mal. Bei ungefähr 5 Stunden war das. Da muss ich mir den Screenshot machen, wo sie sagen, die haben den roten Marker nachgebaut. Einfach falsch. Ich habe alles gesehen. Es war der schwarze Marker. Wasser. Was mit uns passiert ist. Wir müssen nicht darüber reden. Den sie nachgebaut haben. Es tut mir alles so leid. Ich wollte, dass du das weißt. Ist schon okay, Isaac. Ist einfach ein Fakt. Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Schwarz langsam ist zu. Ja gut, aber... Schon weird. Keine Umarmung, nix. Du kannst das Schatten zurückrufen und es von hier fernsteuern. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Elgin. Ah, ich hoffe, die machen noch einen zweiten Remake. Wobei, die hätten nicht mal den ersten Remake, brauchen. Das ist ein gutes Spiel. Das schaffen wir zusammen. Ich glaube, die haben selber Bock auf Dead Space 4, vor allen Dingen, weil die Fangemeinde einfach nie aufhört damit. Ich bin übrigens auch einer, der schon Dead Space 4 gerne hätte. Ich hätte gerne den Kampf Isaac gegen die Blutmonde. Den hätte ich gerne weitergeführt. Rückruf des Shuttles USG-09. Hey. Vorbereitung zum ferngesteuerten Andocken läuft. Bitch. Blöde Daniels. Verdammt, Isaac. Du weißt nicht, was du tust. Ich weiß genau, was wir tun. Dass ich jetzt das Richtige tue. Oh, yes. Scheiße! Warnung. Rettungskapsel von Shuttle USG-09 gestartet. Und gut, dann hat sie ihn. Verdammt. Wir haben sie verloren. Das spielt keine Rolle. Stimmt allerdings erstmal. Sie kann dem Schicksal nicht entgehen. Wer kann das schon? Keine Umarmung, kein Kuss, kein Nichts. Da muss er sich doch denken, da ist doch was faul. Wenigstens eine Umarmung hätte es geben müssen. Na, da kommt's schon, unser Shuttle. Und er starrt sie weiter an. Sollte aber auch mal gucken, wie das Shuttle kommt. Das ist einfach immer... Was dem Spiel noch fehlt, ist ein Fotomodus. Ich weiß. Ishimura ist hinüber. Wenn wir im Shuttle sind, gibt es kein Zurück mehr. Sieh nicht zurück. Geh. Ich programmiere das Shuttle mit der Flugroute nach Aegis 7, dann komme ich an Bord. So. Das ist jetzt dann quasi unser... Lass mich nicht warten. Niemals wieder. Nowhere Return. Das heißt, wir gehen jetzt dann... Erstmal das ganze Schiff ab. Wir gehen jetzt erstmal das ganze Schiff ab. Wir suchen die ganzen Marker, die wir brauchen. Jetzt haben wir eigentlich nur noch das mit dem Shuttle, ne? Steuere das Shuttle nach Aegis 7, genau. So, ich muss jetzt erst das Ding auf meinem Handy öffnen, wo das da steht. Ich hab's doch irgendwo aufgehabt. So, Fragment 1. Kann man da nicht draufklicken? Monorail-Steuerung, Etage 1, Wartungssektorbüro. Im östlichen Teil des Hangarbereichs müsst ihr schon früh die Stromfuhr zu einem kleinen Wartungsbüro wiederherstellen.
Boah, keine Ahnung. Genau dort schlummert. Warte mal, wir haben hier eine Karte. Hangarfracht, Monorail, Steuerungssatz. Ich erst mal wieder runter, wo ich persönlich starte. Und dann suchen wir jetzt die ganze... Alter! Ich muss wohl die ganze Zeit irgendwo hinschießen, wo ich nichts abtrenne. Ich Idiot. Um Gottes Willen. So. Gut. Wir sind auf dem Flugdeck. Ich muss zum Hangar. Warte mal, ich wollte doch irgendwas. Durfte ich hier nicht überspeichern. Ich wollte einen neuen machen, glaube ich. Ich glaube, genau. Der nächste wäre ein neuer gewesen. Ich hoffe, ich habe es nicht überspeichert. So. Wo geht's denn zum Monorail? Die Legende, wo ist denn die Monorail? Ja, da bin ich hier richtig. Ja, das steht sich zum Monorail. Ich hoffe, also, die haben geschrieben, man kann sie nachträglich noch holen. Also, ich hoffe, es kommt gleich. So. Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. Das passt schon. Diamanthalbleiter 25.000 ist schon hart. So. Gut. Wo muss ich hin? Hangarfracht. Monorail-Steuerung, warte mal. Da bin ich ja. Hangarfracht und Monorail-Steuerung. So, wo ist jetzt der Marker? Hier oben hinten ist er drin. Aber ich muss jetzt auch erstmal hier unten lang. Jetzt pass mal Obacht, wir sind jetzt hier. Notfall. Protokolle für die Deckevakuierung sind in Kraft. So, die Tür ist jetzt auf. Warum die da immer noch verschlossen angezeigt? Ich weiß es nicht. So, ich muss. Hä? Ah, ich bin falsch gelaufen, schauen. Nein, doch nicht. Ich muss hier ums Eck. Stimmt. Freigabe bestätigt. Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. Das ist echt auch ein geiler Alarm. So. Und wie muss ich jetzt hier weitergehen, dass ich da hinkomme? Ich muss jetzt... mal. Ah, da muss ich oben durch die Tür. Schade, dass ich mit der Karte offen die Türen nicht öffnen kann. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss dann nach oben. So. Und
Dann nach rechts. Lange tot hier. War wohl nicht so. Scheiße, ey. So, jetzt warte. Wie war das jetzt hier? Noch eins. Alter, da kommt noch einer daher. So. Ich muss aber jetzt, warte mal. Damit ich da hinkomme, wo ich hin will, muss ich. Warte mal, ich muss durch die Tür da hinten durch. Durch die muss ich durch. Und dann den ganzen Weg nach oben. Ach, das wollte ich nicht, das habe ich gehalten versucht. So, den ganzen Weg nach oben. Notfall. Das gesamte Personal begibt sich sofort in die ihm zugewiesene Sicherheitszone. Dann durch die Tür durch. Natürlich. So. Dann war das da hinten am Ende. Genau. Was ist mit dem Büro? Ich glaube. Den habe ich gesehen, den habe ich nicht aufgesammelt. Haben wir den? Wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Okay. Gut. Den haben wir. Das Schlimme ist jetzt noch rauszufinden. Wenn ich mal einen schon habe. Jetzt müssen wir zur Krankenstation. Halt. Ah nein, ich bin ja von da gekommen. Genau, da ist meine Tür. So. Auf zur Krankenstation. Erstmal zum Monorail. Hängt. So. Warte mal. Wo geht's denn jetzt im Monorail? Hier nicht. Idiot. Der Monorail war, glaube ich, hier hinten. Ja, Wallinger. Monorail. So. Was die Puppe da unten da hinten zu suchen hat in dem an der Wand, das ist schon sehr fragwürdig. Notfall. Interne Willenbrüche registriert. Speichern wir erstmal nochmal. So. Ist die Werkstatt. Dann geht's da zum Monorail. Ja, genau, zur Monorail-Station passt. So. Krankenstation. Krankenstation.
lokalen Krankenstation. Das könnte man, glaube ich, schon haben sogar. So. Ach, das will ich jetzt auch nicht. So. Wo muss ich denn da hin? Etage 1, ich bin jetzt auf Etage 4. Da hätte mir der Aufzug anfangs. Was war das? Oh Gott. Lad mal nach hier. Das ist aufgesammelt. So. Gut, jetzt pass mal auf. So. Da hinten ist sowieso nochmal ein Raum, den wir auch noch nicht durchgeklotzt haben. So. Machen wir das auch gleich auf. Jetzt zu dem Aufzug, da muss ich hier weiter nach links. Ist ja nicht wahr, oder? Ich will aber nach unten. Ja, okay, wo bin ich denn jetzt? Auf der Krankenstation. Krankenstation. Scheiße. Ich mach mal kurz die Iris zu. Weil ihr wisst schon und so. Ist jetzt echt nicht einfach, das zu finden, was ich jetzt gerade suche. Weiter. Aber ich muss, ihr wisst schon, habe ich ja schon gesagt, kurz in Kübel quabbeln, dibbeldabbeln, dann geht es weiter. So. Ich müde mich kurz.
zu, wir müssen nochmal. Ich bin jetzt da lang gelaufen. Jetzt laufe ich mal da lang. Ah ja, genau so. Jetzt pass auf, die Krankenstation war diese hier, glaube ich. Jetzt habe ich das Telefon so weit geklickt. Welchen brauche ich? Ich brauche... was ist jetzt mit dem Bild? Krankenstation Dr. Kühn. Erste Etage. Ich befinde mich auf der vierten Etage. So, warte mal. Wie komme ich von der ersten Etage? Hier soll der Marker also sein. So. Ich kann ja leider ja nicht hier... Kann ich ja leider nicht dingsen. Also quasi... Zwei. Okay, Etage 2, da kriege ich ein Dings. So, und das dann müssen bestimmt in die 3 hochführen. Und das wird bestimmt in die 4 hoch, genau. Das heißt, das ist die Tür hier. Da komme ich dahin, wo ich hin will. Das war knapp. So. Fast. Da muss ich den Dinger nehmen, nach unten, genau. Ich glaube, da unten hatte ich sogar den ersten Marker aufgesammelt. Ich weiß es nicht. Dr. Kühn. Genau. Der Marker sollte wo sein? Eigentlich schon eher mehr. Ja, genau, ungefähr hier. Ja, ich hab den. Gut, den haben wir. Fragment 3 befindet sich im Maschinenraum Etage 3. Maschinenraum Etage 3. So. Das Schlimme ist, man muss das ja wirklich alles richtig ablaufen. Es ist schon hart. So. Da ist schon wieder irgendwo ein Viech drin. Wieder rauskrebsen. Gleich wieder auffüllen. So. Ich glaube, das war gleich halt. Da geht's zur Krankenstation, zum Monorail, genau, da wollen wir lang. Maschinenraum. Genau, da wollen wir hin. Ich muss jetzt nur gucken, was ist. Thank you.
Etage 3.